Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Abi, ich bin Zahnärztin und heute habe ich mal ein anderes Video für euch, wie ihr vielleicht sehen könnt. Ich stehe hier nämlich mitten in Hamburg vor den Messehallen. Hier findet nämlich morgen der Halbmarathon statt. Und wie ihr sehen könnt, halte ich hier gerade eine Curaprox-Zahnbürste in der Hand. Und was Curaprox mit dem Marathon zu tun hat, das erkläre ich euch in diesem Video. Also, bleibt dran! Curaprox hat hier nämlich einen Stand, einen Messestand. Und ich habe davon gestern in der Story erfahren, das ist eine ganz spontane Sache. Darum bin ich jetzt heute hier. Und ich habe nämlich gehört, man kann hier diese Zahnbürsten geschenkt bekommen. Und es gibt auch eine Verlosung. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer die geschenkt bekommt. Ob nur die Gewinner? Ob nur die Teilnehmer vom Halbmarathon oder jeder, der hier auf der Messe ist, das weiß ich jetzt gerade nicht, das werden wir gleich mal nachfragen. Ich weiß aber, dass man sich erst hiermit die Zähne putzen muss. Die haben dann nämlich so ein mobiles Waschbecken und wer sich damit die Zähne putzt, der darf die hinterher behalten. Das fand ich eine ganz coole Aktion und ich nehme euch jetzt einfach mal mit und wir klären das, wer diese Zahnbürste geschenkt bekommt. Das ist die liebe Rini. Hallo. Ich habe gerade mich gefragt, wer diese Bürsten nehmen darf. Wer kriegt die heute geschenkt? Nur die Läufer, die morgen laufen, oder kann hier jeder kommen und sich die Zähne putzen? Also die Zahnbürsten, die wir extra für den Heller Hamburg Halbmarathon gedruckt haben, genau, die kann jeder heute bekommen, der sich mit uns und mit unseren Dentalprofis fleißig die Zähne putzt. Ah, okay. Genau. Also man muss nicht unbedingt den Marathon laufen. Nein, also wenn irgendjemand Lust auf Zähneputzen hat, okay, kann er gerne vorbeischauen, ja, jederzeit. Cool. Also ihr seid hier Sponsor von diesem Halbmarathon. Genau, wir sponsern den Halbmarathon und Mundgesundheit und Gesundheit und sich um den Körper pflegen und Fitness zu machen, Sport zu machen, liegt hier ziemlich nah. Ja. Und deswegen haben wir uns gedacht, das ist ein cooles Event, um viele Leute hier kennenzulernen, die glauben genau die gleichen Gedanken haben wir. Ja, super. Also jetzt wisst ihr, was Halbmarathon mit Curaprox zu tun ja, hat. Ja, ziemlich viel. Das ist die Antwort. Ja, finde ich auf jeden Fall eine coole Aktion. Wie ist so die Resonanz hier für die Interessenten? Sehr gut, sehr gut. Ja. Weil wie gesagt, die Menschen sind sich sehr bewusst über ihre Gesundheit und interessieren sich auch wirklich über Zähne und nehmen hier auch gerne teil bei unseren Putzstationen und erfahren mehr, wie man die Zahnbürste richtig hält, dass man nicht einfach drauf losschrubbt und was es mit der ganzen Zahl hier auf sich hat. Du hast ja auch schon deine Zuschauer aufgeklärt, was diese Zahl bedeutet, diese ganz vielen Filamente, die sehr fein sind. Und es fasziniert auch die Farben, die Inhaltsstoffe. Ja. Es fasziniert auch sehr, was wir nicht in den Produkten drin haben, im Vergleich zu was wir drin haben. Sehr natürlich alles gehalten. Genau, kein Mikroplastik, keine Schmirgelpartikel, kein SLS. Und nicht, dass irgendwie den Mund oder die Zähne irritieren kann. Bei uns ist sanft Trumpf. Sanftheit bei den Zahnbürsten, bei den Produkten. Das erzähle ich auch immer. Ja. Na, nicht aggressiv, keine harten Bossen. Also Curaprox ist da wirklich ein Vorbild. Schön. Super weich, echt. Ja, vielen Dank. Danke, dass du da warst. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir haben uns sehr gefreut, dich kennenzulernen. Dankeschön, Gut, ich nehme euch mal weiter mit. Ich führe euch mal ein bisschen rum. Ich sehe nämlich da hinten schon das Waschbecken. Sie auch gleich. Ich mal die Kamera. Mit welcher Geschmacksexplosion darf ich denn kommen? Ich habe im Angebot Gin Tonic, ich habe Melone, ich habe aber auch Schwarz, Blaubeere, Apfel, Pfirsich oder Bergamotte. Aber ich nehme Wassermelone. Wassermelone. Heißen da draußen. Ja, genau. Die geht auch am besten. Das ist mein Favorit. Ja, perfekt. So, also. Machen Sie einmal das Käppchen ab. So, und dann dürfen Sie einmal starten. Wasser steht schon einmal für Sie parat. Das muss ich jetzt nicht mehr filmen. Doch, das ist ja genau das Interessante. Rosa Kügelchen, das ist keine Mikroplastik, sondern das ist unsere Geschmacksexplosion. Ja. Ja, und das löst sich auch auf. Ich mag das schon. Ja, ne? War am Anfang mehr, ja. Ist lecker, oder? Ja. Melone hatte ich aber auch noch nicht probiert. Ja, aber das müssen wir jetzt ändern. Schmeckt sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ja, das finde ich auch. Soll ich das einmal abnehmen? Ja. So, jetzt bist du dran. Läuft schon. Ja, wie ihr
ihr sehen könnt, der Messestand ist leer, die Messe ist zu Ende. Das Kurapox-Team hat sich verabschiedet, genießt jetzt noch den schönen Abend bei dem schönen Wetter draußen. Und ich wollte jetzt noch mal eine kurze Kleinigkeit zu dem Video sagen. Das ist nämlich super spontan entstanden. Ich habe gestern erfahren, dass Kurapox hier ist auf der Messe. Bin hergefahren, hat sich alles super spontan ergeben. Ich habe die ganz kurz kennengelernt, habe gedacht, ich mache mal ein Video. Hatte keine Ahnung worüber und was ich eigentlich sagen soll. Also so habe ich noch nie ein Video gemacht, so spontan. Das Kurapox-Team war auch nicht eingeweiht, also es war alles improvisiert. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß selbst nicht, was bei rausgekommen ist, aber wir werden sehen. Ich bin gespannt. Super nettes Team auf jeden Fall. Alle ganz, ganz herzlich, liebe, nette Leute. Und ich fand es total toll, auch mal hinter die Kulissen zu gucken und das Team kennenzulernen, wer da eigentlich hintersteckt und wer Kurapox repräsentiert. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr positiv überrascht von der Marke, die ich sowieso sehr, sehr gerne verwende, wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr meine Videos kennt. Und ja, jetzt stehe ich hier vor der Wand von Kurapox. Ich habe mir einfach mal deren Hintergrund geklaut. Sagt doch mal, wie ihr das findet, ob ich mir vielleicht auch mal so eine Tapete kaufen soll. Das ist mal was anderes als immer meine weiße Wand. Also ja, sagt mir bitte mal, wie euch das Video gefallen hat, ob ihr es gut fandet und ob ich das vielleicht häufiger mal machen soll. Euch einfach mal mitnehmen, Ami on Tour oder sowas in der Art. Also so vlogmäßig, ob euch das gefällt. Schreibt mir das bitte mal in die Kommentare. Stimmt mal ab, ob ich mir so eine Tapete kaufen soll. Und ja, gebt mir bitte einen Daumen hoch und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.